Diese Woche bei Quadriga. Olympia in China. Verändern die Spiele das Land? Olympia als historisches Ereignis und Werbekampagne in eigener Sache. Perfekte Spiele sollen es sein, so will es die Parteiführung. China soll sich als Modell präsentieren für ein Land des Wirtschaftswachstums, der Modernität und Weltoffenheit. Deshalb räumte man lange im Vorfeld alles aus dem Weg, was diesen Eindruck stören könnte. Und von einem selbstverständlichen Zugang zu allen Medien können Journalisten im internationalen Pressezentrum nur träumen. War die Hoffnung auf ein tolerantes China voreilig, hat sich das Internationale Olympische Komitee zum Handlanger chinesischer Politik machen lassen? Darüber wollen wir uns heute unterhalten, verehrte Zuschauer. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich bei Quadriga und das sind meine Gäste. Xiaoyong Zhang ist die Asienreferentin der Abteilung Internationale Angelegenheiten der Deutschen Welle und glaubt, die Spiele verändern zwar nicht das Land, aber sie sind eine Chance für China, endlich die Spielregeln der Weltpolitik zu lernen. Katrin Altmaier, Leiterin des Peking-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung, meint, es gibt durchaus Positives, aber Olympia hat Erwartungen geweckt, die China einfach nicht erfüllen kann. Julie Lin, Korrespondent der taiwanesischen Nachrichtenagentur, hat soeben Peking besucht und sieht keine Anzeichen dafür, dass China sich wirklich ändert. Frau Altmaier, Sie leben in Peking. Wie sieht es dort aus? Was hat sich verändert? China verändert sich ja täglich. Von daher ist es sehr schwer zu sagen, was ist nun der Olympiade geschuldet. Wir haben jetzt feiern gerade dieses Jahr 30 Jahre Reform und Öffnung und vieles publiziert worden dazu, auch in China. Und was wir tatsächlich jeden Tag erleben, ist eine Gesellschaft, eine robuste Zivilgesellschaft, die sich jeden Tag die Rechte, mehr Rechte nimmt, für ihre Interessen einzutreten und sie auch gegenüber der Regierung immer öfter durchsetzt. Und wir sehen eine Regierung und eine Partei, die darauf angewiesen ist, Legitimität zu nicht durch Wahlen, aber eben doch durch eine Regierungsführung, durch eine gute Regierungsführung zu bekommen und den Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden. Das passiert, hat wenig mit der Olympiade zu tun, aber diese Dynamik in der Gesellschaft ist da und die ist sehr ermutigend. Sehen Sie das anders, Herr Lim? Auch nicht viel anderes, aber ich war vor kurzem in Beijing, vor 3 Wochen, und da habe ich selber erfahren, zum Beispiel am Platz des himmlischen Friedens, dass zum Beispiel über Taschen kontrolliert wurde, oder dass ich habe gesehen, dass ein Fußgänger seine Tasche öffnen muss und sein Notizblock zeigen muss, was da steht. Oder ich stand vor dem Vogelnest, also dem Olympiastadion, und dann stelle ich fest, dass man nur vor den Zaun steht und dass man das Stadion gar nicht besichtigt konnte. Also ich war wie andere Touristen aus ganz China und wir standen alle vor dem Zaun. Hinter dem Zaun waren Soldaten von Volksbefreiungsarmee. Und das war für mich so, ich hatte den Eindruck, dass das alles insgesamt eher bedrückend in Beijing. Frau Zhang, das sind ja 2 unterschiedliche Einschätzungen. Ist das alles nur Fassade, was da abgeht? Ist das alles nur gemacht, damit sich China der internationalen Öffentlichkeit präsentieren kann, und hat damit diese ich nenne es mal dieser Sicherheitswahn, der da offenkundig wird, was zu tun? Ja, ich denke, das ist ja beides. Einerseits die chinesische Regierung will die Olympiade nutzen, um seine Errungenschaften zu zeigen. Andererseits, also China befindet sich tatsächlich auch ständig in einem Veränderungsprozess. Ja? Und das Entscheidende ist also nicht die Olympiade selbst. Wie gesagt, das ist ein Sportereignis, und zwar mit enormen wirtschaftlichen und geopolitischen Bedeutung, aber zum Schluss ist das nur eine Sportveranstaltung. Und die dauert auch nur 2 Wochen. Ne? Ja, eben. Ein bisschen länger, 16 Tage. Aber abgesehen von der Olympiade, wie Frau Altmaier schon gesagt hat, China verändert sich andauernd, fast täglich. Ich kann nur zustimmen. Aber die Veränderung, die Frage ist ja, wie schnell
finden die Veränderungen statt. 30 Jahre nach der Öffnungspolitik von Deng Xiaoping. Es betrifft nur den Wirtschaftsbereich, nicht das politische Leben in China. Und da findet China plötzlich in einer Sackgasse. Also wie geht es denn weiter nach den Olympiaden? Durch den ganzen gestörten Fackellauf und Tibet-Krise und durch das Erdbeben ist leider ein tragisches Ereignis, aber das hat eher zum besseren Image der chinesischen Regierung beigetragen als umgekehrt. Ich denke, die Chinesen sollen jetzt die Olympiade als eine Chance für einen neuen Anfang nutzen, um wirklich möglichst schnell sich an den Weltregeln, Spielregeln anzupassen. Mit der Frage aus den westlichen Medien oder politischen Vertretung zu Menschenrechten kann die chinesische Regierung noch mit der Antwort erwidern, nämlich wir haben 1,3 Milliarden Menschen versorgt. Diese Antwort ist noch gültig, aber nicht mehr lange. Mhm. Deshalb der Peking muss ja was einfallen, um die politische Reform voranzutreiben. Dazu gibt es auch unterschiedliche Meinungen, gibt es auch sehr heiße Diskussionen unter den Akademikern, auch unter den Think-Tank-Beratern. Also ich denke, das Ganze also wird sich in eine positive Richtung. Aber Ihnen geht das alles zu langsam. Ja, aber wie gesagt, die Olympiade wäre eine prima Chance, um damit anzufangen. Frau Altmaier, Amnesty International beklagt, dass wegen der Olympischen Spiele die Menschenrechtssituation sich verschlechtert habe. Wie muss man das verstehen? Wenn doch die Olympischen Spiele irgendwie ein Anlass wären, und das war ja offensichtlich auch 2001 so, dass man sagte, wir geben das dahin, dadurch verändert sich das Land zum Besseren. Das ist ja offensichtlich dann überhaupt nicht der Fall. Ja, ich denke, es gibt tatsächlich Anzeichen dafür, dass man aus Sicherheitsbedenken zu viel des Guten getan hat, wie der Herr Lin eben beschrieben hat. Natürlich versucht man alles einerseits, um Anschläge zu verhindern, wofür es Anzeichen gibt, aber natürlich auch, um aufzuräumen und möglichst wenig Kontroverse der Welt zu zeigen und hat damit dann auch einige kritische Stimmen und Aktivisten kurzfristig weggesperrt oder aus der Stadt entfernt. Und da war China schlecht beraten. Ich denke aber nicht, dass das ein Trend ist, der mit der Olympiade der bleiben wird, sondern ich glaube, dass das eine Delle ist in einer Kurve für mehr Freiheit, Offenheit, die eigentlich nach oben zeigt. Und es bleibt jetzt abzuwarten, wie Frau Zhang auch sagt, was spannend wird es nach der Olympiade. Wie positioniert man sich, wenn die Welt nicht mehr so genau hinschaut? Haben Sie da eine Vorstellung, wie das sein wird, Herr Lin? Befürchten Sie da eher, dass es wieder schlechter wird oder glauben Sie, dass das sich verstetigt, dieser Prozess? Ich glaube, in den nächsten Tagen wird es sehr spannend sein. Also wir werden das alles, die Entwicklung sehr genau beobachten. Zum Beispiel heute habe ich erfahren, dass ein paar Webseiten in der internationalen Pressezentrum entsperrt sind. Mhm. Aber es wäre dann zu naiv zu glauben, dass China sie öffnen, dass nur ein paar Webseiten im Pressezentrum entsperrt sind, weil die breite Bevölkerung könnte sowieso diese Webseiten weiterhin auch nicht erreichen. Und ich habe selber in China auch in Erfahrung gebracht, dass man viele Webseiten zum Beispiel in Taiwan auch nicht erreichen könnte. Und die alle sind auf Chinesisch, die können Chinesen gut verstehen und lesen. Und wenn diese Webseiten entsperrt sind, dann glaube ich, dass China vielleicht weniger Angst habe und dann sich weiter öffnet. Sagen Sie, ja. Ich würde gerne was dazu ergänzen. Also damit dieser Veränderungsprozess sich beschleunigt, ja, dann, wir können China bzw. die Chinesen nicht alleine lassen. Also das ist ihr eigenes Geschäft, hat nichts mit uns zu tun. Gerade dieser internationale Druck finde ich sehr gut. Das ist leider von vielen Chinesen, ich kann nicht sagen von der Mehrheit, als China-Bashing verstanden. Das ist falsch, das ist eine, also Missverständnis. Ja, mit der Kommunikation mit der westlichen Welt. Ich denke, nicht nur die chinesische Regierung, sondern die chinesische Bevölkerung sollte auch aus der Olympiade eine Lehre ziehen, nämlich also Kritik von außen ist nicht unbedingt böse gemeint. Da möchte ich gerne ein chinesisches Sprichwort zitieren. Das heißt, bittere Medizin heilt die Krankheit, also ernst gemeinter Ratschlag gefällt nicht unbedingt dem Ohr. Ja? Ja, ja. Daher, ich denke, die Chinesen sollen daraus lernen und ihre Einstellung ein bisschen ändern. Frau Altmaier, es gibt ja offensichtlich eine Tendenz, dass vor allem auch junge Chinesen das, was Frau Zhang eben mit China-Bashing, also draufhauen,
auf die Chinesen und ihre Probleme in den Vordergrund bringen, dass das als ja, schlecht für die chinesische Nation bezeichnet wird. Ist da ein Wandel in der Wahrnehmung innerhalb Chinas? Ich glaube, das gerade hat wenn es die Jungen machen. Ja, ich glaube, es ist, die jungen Chinesen haben zunächst einmal eine ganz andere Haltung als noch ihre Elterngeneration. Sie haben keine negativen Erfahrungen mit ihrer Regierung, wie zum Beispiel die Ereignisse im Tiananmen. Sie sind nicht durch die Kulturrevolution gegangen. Sie sind zunächst einmal viel positiver eingestellt und sie haben auch weniger Kontroverse mitbekommen in ihrem politischen Leben. Das heißt, sie sind weniger kritisch. Von daher sind sie leicht erreichbar für solche nationalen Tendenzen. Ich glaube aber, dass die Unzufriedenheit mit der westlichen Berichterstattung nicht nur unter den Jungen ist, sondern gerade auch unter Intellektuellen, unter nach Westen orientierten Gruppen anzutreffen ist, die enttäuscht sind, die fühlen, wir haben auf den Westen gezählt, auf Unterstützung auch für unseren Reformprozess. Und was jetzt da passiert, unterstützt uns eigentlich nicht und hilft uns nicht. Und das fing an in Bezug auf Deutschland mit Spiegelberichterstattung zum Beispiel über die gelben Spione oder schon vorher über den Angreiferstaat China, wo China sich sehr undifferenziert behandelt fühlt. Wo China, wo gerade auch die Menschen auf der Straße, nicht nur die Regierung, das Gefühl hat, hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Der Westen ist hier sehr hypocritical gegenüber über China. Und das fällt sehr schwer, wenn man im Zusammenhang mit der tibetischen Berichterstattung für Pressefreiheit aufzustehen in China, wenn man dann in China sagt, gut, aber schaut mal, was die Pressefreiheit euch gebracht hat in Deutschland. Wir werden hier mit Fehlberichterstattung überzogen und das ließ sich ja auch nachweisen in vielen Fällen. Es ist eine sehr aufgeheizte Stimmung und die muss man erstmal wieder ein bisschen entspannen. Und das geht eigentlich nur durch einen konstruktiven Dialog und durch eine differenziertere Berichterstattung. Die Chinesen wünschen sich eine Kritik, aber sie wünschen sich eine sehr konkrete Kritik und nicht eine Pauschalverurteilung. Haben Sie den Eindruck, dass der Westen China pauschal verurteilt, Frau Zhang? Ich würde das nicht sagen. Es gibt natürlich auch welche westliche Journalisten, die ideologisch geprägt sind. Das kann man nicht ausschließen. Aber die Berichterstattung im Westen ist generell kritisch, ob es um China geht oder um Deutschland. Ja, die Presse kritisiert Merkels Regierung, die Große Koalition genauso wie China. Nur das verstehen viele Chinesen nicht, woher sollen sie das noch verstehen können, weil in China gibt es keine Presse- und Meinungsfreiheit. Ne? Ich meine, im politischen Bereich. Und deshalb, ich denke, ist gerade durch diese ganze Berichterstattung vor der Olympiade, sollten Chinesen die westliche Medien kennenlernen. Immerhin hier hat man die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern, auch mit verschiedenen Tendenzen. Sie haben das Beispiel mit dem Spiegel genannt und ich möchte gerne zwei Beispiele nennen mit Georg Blumer, also Korrespondent von Die Zeit in China. Und der gilt seit je und hier als kritischer Reporter, besonders zu China-relevanten Themen. Aber ausgerechnet nach der Tibet-Krise hat er eigentlich, was heißt, also für China ist eine positive Berichterstattung, aber für ihn ist, er hat darüber berichtet, was er tatsächlich in Tibet gesehen hat. Und das ist auch in der Tat, dass Han-Chinesen angegriffen worden von Tibetern. Ne? Und das hilft ja wiederum auch China. Und das ist nur möglich, wenn Pressefreiheit besteht, existiert. Und auch Frank Siren, der lebt auch schon seit über 10 Jahren in China, er hat auch ein viel differenzierteres Bild von China als die Journalisten, die zum Beispiel nur ein, zwei Mal nach China gefahren sind. Herr Lenz, halten Sie die eingeschränkte Pressefreiheit für, ja, wie soll ich sagen, für so sakrosankt, dass der Westen sich zurückhalten sollte? Das ist schwer zu sagen. Also in China habe ich die Erfahrung gehabt, wenn ich mit jungen Leuten spreche,
hinter geschlossenen Türen, dann sind sie ganz offen und wir könnten sehr gut kommunizieren. Wir sprechen alle Chinesisch und sie haben mir gegenüber offen die Tibet-Politik von der Regierung kritisiert. Aber wenn ich zum Beispiel in Beijing hatte ich einen Reisebegleiter und als er erfahren hat, dass ich ein Journalist bin, dann sage er, bitte mich nicht zitieren. Mhm. Also er ist dann sehr vorsichtig. Und ich glaube, die Kritik vom Westen kommt auch irgendwie an in der Bevölkerung. Ich kenne viele Leute in China, die versucht, Programme herunterzuladen, um diese Zensur irgendwie zu umgehen. Und ich glaube, das ist, viele Leute möchten mehr wissen, auch bei den jungen Leuten. Und mit ihnen kann ich wunderbar sprechen. Frau Altmaier, haben Sie denn den Eindruck, dass die chinesische Führung deshalb so ein Sicherheitsbedürfnis hat, auch geradezu eine Phobie vor dem Internet, weil man seine Basis fürchtet, dass die bröckelt, die Basis der Partei, dass die nicht mehr allgegenwärtig und das große Sagen haben könnte, dadurch, dass, was Herr Lin eben auch sagte, Leute sich Dinge runterladen, die möglicherweise man nicht so gerne hören und sehen möchte? Zunächst einmal ist die Partei natürlich um ihre Legitimität und um ihr Überleben besorgt. Und das ist sicher auch die wichtigste Maxime, wir wollen an der Macht bleiben. Aber ich denke nicht, dass die Partei und der Staat wirklich so eine Angst vor dem Internet haben. Sie versuchen es sogar zu nutzen. Vor zwei Wochen hat Hu Jintao in einer öffentlichen Sitzung online mit sogenannten Netizens gechattet. Und die Partei lässt ja auch sehr viele solche Chatrooms und Blogs zu, um selber zu erfahren, wie ist denn die Stimmung so im Lande. Mhm. Und da Aber es ist dann doch immer ein Mittel der Kontrolle. Ne? Es ist auch ein Mittel der Kontrolle. Aber die Anzahl der Meinungsäußerungen, gerade im Internet, aber auch in den klassischen Medien, lässt sich nicht flächendeckend kontrollieren. Das weiß die Partei auch. Und sie will es auch nicht flächendeckend kontrollieren, weil die Medien eine ganz wichtige Quelle der Information auch dessen sind, was in den Provinzen passiert. Von daher haben wir da so ein bisschen ein Dilemma auch der chinesischen Führung, die einerseits einen investigativen, kritischen Journalismus befürwortet und andererseits immer wieder da zuschlägt, wo jemand eine bestimmte Grenze verletzt. Und das ist, wie Frau Zhang gesagt hat, natürlich sehr oft die offene Kritik an der Regierung auf höheren Ebenen. Die Kritik an Provinz- und mittleren Führungsebene ist durchaus gang und gäbe. Da gibt es heute täglich Berichterstattung über Korruptionsfälle. Es ist ja auch die Möglichkeit gegeben, die Regierung zu verklagen. Über solche Fälle wird berichtet. Da passiert sehr viel. Aber man ist natürlich als Journalist immer in der Gefahr, eine Grenze zu übertreten. Allerdings viele mutige Journalisten pushen diese Grenze jeden Tag und ziehen diese Grenzen weiter. Und von daher sind die Medien sehr lebendig, eigentlich als ein Forum der öffentlichen Meinung. Frau Zhang, wenn Sie sich anschauen nach dem Erdbeben in Sichuan, da hat die westliche Welt gestaunt. Plötzlich, ganz anders als im Tibet-Konflikt, gab es die Möglichkeit für Journalisten unabhängig, wie immer unabhängig, weiß ich nicht, aber zumindest weitaus mehr als sonst, zu recherchieren, zu berichten. Da gab es offensichtlich plötzlich Pressefreiheit. Und jetzt sieht es wieder ganz anders aus. Hat man nichts daraus gelernt? Das war doch ein sehr positives Echo dann aus dem Westen. Ja, aber ich denke, man muss die drei Fälle voneinander unterscheiden. Mhm. Also Tibet ist schon seit 1959 ein sehr sensibles Thema für Peking. Und Olympiade, also wollte Peking ursprünglich dafür nutzen, also wie gesagt, die ganzen Erfolge, die China bisher erzielt hat, der ganzen Welt zu zeigen. Aber beim Erdbeben, ich meine, also die chinesische Regierung besteht zwar aus Kommunisten, aber die vierte Generation der chinesischen Politiker wie Hu Jintao und Wen Jiabao, die verstehen sich ja auch als Erbe der chinesischen Kultur. Deshalb hat Hu Jintao gesagt, wir wollen jetzt eine harmonische Gesellschaft aufbauen. Und dieser Begriff stammt nicht von ihm, sondern von Konfuzius. Ja, laut Konfuzius' Theorie ist er der Kaiser, der muss ja für sein Volk sorgen. Mhm. Im Falle eines Erdbebens, das Volk leidet, da muss sich die Regierung dafür einsetzen, um das Volk zu retten. Ja, ja. Und das sind drei verschiedene Fälle. Deshalb, also freie Berichterstattung über Erdbeben, über die Rettungsaktion, das kommt nur zugute für die Regierung. Und bei den anderen Fällen ist halt umgekehrt.
Das ist ein interessanter Punkt. Frau Altmaier, glauben Sie, dass die Partei die Olympischen Spiele jemals als Vehikel für Reformen betrachtet hat oder eher nicht? Das glaube ich nicht. Ich denke auch gar nicht, dass Olympische Spiele eine solche Funktion erfüllen können. Wir haben 30 Jahre Reform- und Öffnungspolitik. China hat solch gewaltige Aufgaben zu erfüllen. Und das ist ein langer, langer Prozess, der ja auch ständig dynamisch sich entwickelt. Die Spiele sollten wahrscheinlich ein Showcase dessen sein, was bereits geleistet wurde. Und ich glaube, da waren die Erwartungen vom Westen sehr hoch. Man fokussiert sich sehr oft auf die Probleme. Und ich glaube, die chinesische Führung hat nicht erwartet, dass sie sich solcher Kritik aussetzt und reagiert deswegen jetzt oft auch kontraproduktiv und irrational, zum Beispiel mit den Beschränkungen im Pressezentrum oder auch mit einem Crackdown auf Aktivisten während der Olympiade. Grundsätzlich denke ich aber, dass die Olympischen Spiele die grundsätzliche Tendenz der Reform- und Öffnungspolitik wenig beeinflussen werden. Herr Lin, Taiwan und die Volksrepublik China haben ein Problem miteinander, denn Taiwan möchte unabhängiger Staat sein, die Volksrepublik findet das nicht gut. Taiwan schickt auch ein Olympiateam nach Peking. Wie passt das denn überhaupt zusammen? Ich denke, da sind unabhängige Staaten, die dort teilnehmen. Vielleicht wissen Sie, dass die Mannschaft aus Taiwan während der Olympischen Spiele, die heißt ja Chinese Taipei. Und das heißt, wir dürfen eigentlich auch nicht unter dem Namen Taiwan auftreten. Mhm. Und China versucht auch immer den Eindruck zu vermitteln, dass wir ein Teil von China sind. Zum Beispiel, dass vor kurzem war eine große Debatte in Taiwan. Die chinesischen Medien nennen uns China Taipei. Also das heißt, irgendwie drückt die Zugehörigkeit Taiwan zu China aus. Und der Vorsitzende von der regierenden Partei, der hat sogar öffentlich bedroht, dass er nicht mehr an der Eröffnungsfeier teilzunehmen, wenn diese Bezeichnung nicht geändert wird. Das zeigt, dass eigentlich viele Taiwanesen nicht den Eindruck vermitteln wollten. Aber ich habe gehört, dass während der Eröffnungsfeier, dass eine Gruppe von taiwanischen Ureinwohnern auftreten wird. Und dann mal sehen, was passieren wird. Also mit der Unabhängigkeit wird es auf absehbare Zeit nichts werden? Nein, glaube ich nicht, dass gerade die neue Partei, die neue regierende Partei, die wollte sich China annähern. Und wir werden in den nächsten Jahren eine Annäherungspolitik sehen zwischen den beiden Seiten von der Taiwanstraße. Aber die regierende Partei wollte auch den Eindruck vermeiden, dass Taiwan absehbare Zeit mit China vereinigen wollte. Also ich glaube, dass keine Partei in Taiwan könnte die Wahl gewinnen, wenn sie sagen, dass wir unbedingt mit China vereinigen sollten. Frau Altmaier, noch eine andere Frage. Thema Umwelt und Umweltschutz. Viele Sportler klagen, dass es eigentlich eine Zumutung sei, in Peking Spiele abzuhalten. Der Marathonläufer Gebre Selassie hat sogar seinen Start abgesagt, obwohl er der Weltbeste ist auf dem Gebiet. Wie ist die Situation jetzt? Ist das zumutbar? Hat man so viel getan, dass man sagt, das sind Bedingungen, unter denen man solche Spiele abhalten kann? Oder ist das eher grenzwertig? Ich bin kein Sportmediziner, aber die Luftqualität hat sich deutlich verbessert in den letzten Tagen. Man hat etliche Kraftwerke und Fabriken in der Nähe Pekings gedrosselt oder ganz heruntergefahren und man hat mindestens die Hälfte der Autos von der Straße genommen. Und das zeigt natürlich einen sehr schnellen Effekt. Wesentlich wichtiger wäre die Frage, wie gehen wir langfristig mit den Umweltproblemen um? Und da hat China sehr ambitionierte Pläne vorgelegt, aber hat natürlich riesige Probleme zu bewältigen bei der Umsetzung dieser Politiken. Dabei die Provinzen zu überzeugen, dass sie ihren Teil dazu beitragen müssen. Dazu braucht es einfach mehr Checks and Balances, dazu braucht es mehr Kontrolle von unabhängigen Institutionen, von Zivilgesellschaft, auch von den Medien. Und da ist noch viel zu tun. Aber der politische Wille zu einem wirklich umfassenden Umweltschutz, der ist sicher vorhanden bei der Führung. Frau Zhang, sind die Spiele zu früh gekommen für China?
Ich denke nicht. Also umwelttechnisch gesehen vielleicht ja, aber so politisch auf gar keinen Fall. Ich finde, es ist sogar überfällig, weil ich finde, China befindet sich jetzt in einer Sackgasse. Also China muss nach der wirtschaftlichen Reform endlich mal anpacken, auch politisch sich zu verändern. Und ich denke, die Olympiade bieten hier eine wirklich gute Chance, einen neuen Anfang zu machen. Sehen Sie das auch so, Elin? Ich sehe etwas Zurückhaltung. Ja, als jemand aus Taiwan natürlich sieht man die Olympischen Spiele mit gemischten Gefühlen. Also wir freuen uns sehr, dass unsere Mannschaft überhaupt an diesen Spielen teilnehmen dürfen. Aber wir sehen auch, dass China versucht natürlich uns irgendwie auszutricksen. Aber wir sind sehr gespannt, weil wie gesagt, dass die neue Partei, die neue Regierung in Taiwan möchte, dass wir uns mit China annähern. Und ich glaube, dass diese Annäherung wird erst stattfinden nach den Olympischen Spielen. Also ich habe jetzt den Eindruck, dass China sich so sehr mit sich beschäftigt, dass jetzt China überhaupt keine Zeit hat, mit uns zu sprechen. Sie nicken, Frau Altmaier. Kurze letzte Antwort. Sind Sie oder werden wir möglicherweise von China noch überrascht? Positiv? Bei den Spielen jetzt, wohlgemerkt. Während der Spiele. Ich wünschte, ich wisse das. Ich weiß es nicht. Also ich denke, alles ist möglich. Ich hoffe natürlich auf sehr konstruktive und fröhliche Spiele. Und wichtiger ist aber, glaube ich, noch, wie wird China sich nach den Spielen weiter positionieren und entwickeln. Das war's. Schönen Dank, dass Sie hier waren. Dank an Sie zu Hause, dass Sie eingeschaltet haben. Denken Sie dran, am Mittwoch wie immer das Thema unserer nächsten Sendung im Internet. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.